Ich begrüße dich ganz herzlich zum ersten Teil dieser Resilienz-Serie der Widerstandsfähigkeit. Mir wird immer als Yoga-Lehrer erzählt, mir geht's gar nicht gut. Alles zieht mich so runter. Es wird immer schlimmer, ich kann auch gar nicht mehr gut schlafen. Und die Gedanken hören auch nicht auf. Ich fühle mich hilflos, wo soll das noch hinführen? Ich kann gar nicht mehr klar denken. Und eben genau da sind wir beim Thema Resilienz oder psychische Widerstandskraft. Deine Resilienz ist deine Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriffe auf deine persönlichen Ressourcen zu nutzen und Veränderungen und Entwicklungen in deinem Leben vornehmen zu können. Also ganz allgemein ist die Resilienz deine Fähigkeit, durch schwierige Lebenssituationen gut durchgehen zu können. Diese persönlichen Ressourcen, die sind von Natur aus bei den einen stärker und bei dem anderen etwas schwächer angelegt, aber jede und jeder kann immer etwas tun, um diese Widerstandsfähigkeit, die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken. Und das Yoga und das mentale Training bieten dazu ganz, ganz wunderbare Werkzeuge, die ich jetzt jede Woche vorstellen will. Ich möchte dir also jede Woche ganz konkrete Tipps und Übungen für euch geben, um mit den äußeren Umständen, mit der äußeren Situation gut umgehen zu können und um stabil durchgehen zu können. Und heute für diese erste Folge, ganz wichtig ist es, sich selber einen sogenannten Gedankenwächter zu installieren. Also einen fixen Glaubenssatz, der zum Beispiel lautet: Äußere Umstände sind, wie sie mal so sind, meine innere Ruhe und mein innerer Frieden ist und bleibt immer stabil. Mein innerer Friede ist stark und stabil. Äußere Umstände prallen von meinem inneren Frieden, von meiner inneren Ruhe, von meiner inneren Kraft immer ab. Du kannst dir diesen Glaubenssatz oder einen mit deinen Worten adaptierten Glaubenssatz auf einen Zettel schreiben und ihn in der Hosentasche, würde ich dir empfehlen, mit dir mitführen. Lese ihn dir immer durch, wann immer du magst, aber vor allem dann, wenn dein innerer Friede vielleicht gerade nicht ganz so stabil ist, wie du es gerne haben wollen würdest. Wende also diesen Glaubenssatz konsequent an und das Leben gibt dir momentan ganz viel Übungspotenzial und Übungsraum dafür. Es ist eine ganz wunderbare Mentaltechnik, eine einfache Mentaltechnik und bei jedem Mal üben wird die Resilienz in dir, deine Widerstandskraft gestärkt und so immer mehr zu einer inneren Ressource von dir. Wenn du Fragen hast zu dieser Mentaltechnik oder zum Resilienzprogramm, kannst du dich gerne an die M4TV-Redaktion melden. Ich werde mein Bestes tun, deine Fragen, die werden mir weitergeleitet. Ich werde mein Bestes tun, diese zu beantworten. Viel Freude, viel Erfolg beim Üben und geh durch.